Anwohnerprotest gegen die Art und Weise, wie man in Berlin als Klinike 500 Flüchtlinge unterbringen will. Das linke Bündnis stellt sich gegen den Anwohnerprotest. Anwohner werden schnell als rechte Ratten diffamiert. Die Stimmung ist aufgeheizt. Die Anwohnerversammlung wird von der Polizei gesichert, weil man befürchtet, dass rechte oder linke Demonstranten hier Budenzauber machen. Zurzeit ist alles ruhig. 500 Menschen sollen hier untergebracht werden für circa 3 Jahre. Gegenüber ist das Kosmosviertel, was als sozialer Brennpunkt gilt. Mit der Flüchtlingswelle wurden auch Gesetze geändert. Anwohner sind verzweifelt. Ich glaube, wir können mit unserem heutigen Anwohnertreff beginnen. Es ist 19 Uhr, alle wollen pünktlich nach Hause. Zumindest im Fernsehen noch Union gegen Dynamo Dresden gucken. 20.15 Uhr auf Kabel 1. Also fangen wir mal mit unserem Anwohnertreff an. Sehr geehrte Teilnehmer unseres 8. Anwohnertreffes. Ich begrüße Sie hier sehr herzlich. Mein Name ist Harald Förster. Sie kennen mich ja wahrscheinlich noch als Redner aus einer anderen vorangegangenen Anwohnertreffenveranstaltung. Ich wohne im Quittenweg, neuerdings ist es eine Hauptverkehrsstraße, und bin heute wieder einmal Anmelder dieses Treffens. Heute müssen Sie mit mir als Anwohner des Anwohnertreffens zufrieden sein, denn Herr Schreiber ist leider verhindert. Aber wird am nächsten Treffen wieder präsent sein. Da kann Herr Schmolke wieder auf seiner Internetseite veröffentlichen, den Veranstaltern dieses Treffens geht die Luft aus. Nein, uns geht nicht die Luft aus, Herr Schmolke. Wie immer soll dieses Anwohnertreffen friedlich verlaufen und es werden keine fremdenfeindliche Reden gehalten. Ich beginne gleich erst einmal mit einem Dankeschön an die vielen interessierten Bürgerinnen und Bürger, die sich hier trotz Urlaubszeit wieder eingefunden haben und durch ihre Anwesenheit bekunden wollen, dass die Konzentration von so vielen Flüchtlingen in Altklinike nicht der Integration hilfreich sein kann. Bei der Begrüßung, natürlich begrüße ich heute auch die Flüchtlinge, die bereits hinter uns eingezogen sind. Flüchtlinge sind in Deutschland als Besucher willkommen. Deutschland ist allerdings nicht das Paradies, was vielleicht vor Ihrer Flucht Ihnen beschrieben wurde. Also denken Sie daran, dass ein Besuch in unserem europäischen Kulturkreis sich auch so zu gestalten ist, dass die Gesetze und Regeln in Deutschland eingehalten werden. Schon vorab gilt mein Dank wiederum der Polizei. Ich spreche mal heute den Dank schon vorab aus, weil sich sehr viele Redner gemeldet haben und dass dann die Leute nicht alle zum Fußball abwandern, dass dann vielleicht dann keine Zeit mehr ist, der Polizei unseren Dank auszusprechen, die uns hier vor Störenfrieden aller Art bewacht. Dank sagen möchte ich auch schon den nachfolgenden Rednerinnen und Rednern, die wiederum Fakten zusammengetragen haben, die den Sinn unseres Treffens untermauern. Und dieser Inhalt der Vorträge sollte auch beim Senat und beim Bürgermeister ein offenes Ohr finden. Nun zum Ablauf unseres heutigen Treffens. Zuerst wird Frau Vogel etwas über den bevorstehenden Wahlkampf und die in diesem Zusammenhang vollbrachten Sachbeschädigungen an den Wahlplakaten sagen. Dann wird der Herr Ehrlich über Bürgerinformationen sprechen. Es wird dann weitergehen, da wir sehr viele Redner haben, kommt dann der Herr Krause, der Herr Henschel, die Frau Schreiber, der Herr Pingel. Und zum Ende werde ich dann noch ein längeres Schlusswort halten. Jetzt begrüßen wir erstmal die Frau Vogel als Rednerin auf unserem Anwohnertreffen. Dann steigen Sie mal hier. So.
Alles gut. Liebe Altkliniker, liebe Nachbarn, danke, dass Sie hier sind. Danke an die Technik, wie immer, die hier hervorragend funktioniert. Und auch von mir noch ein herzliches Dankeschön an die Beamten vom Abschnitt 65, dass sie unsere Veranstaltung hier möglich machen. Ja, da darf ich klatschen. Der Wahlkampf ist im vollen Gange. Sie können es mitbekommen, überall hängen die Plakate. Und ja, mal mehr, mal weniger. Von uns sind es mittlerweile schon eine ganze Menge weniger, als es ursprünglich waren. Ich finde es ehrlich gesagt furchtbar, dass die politische Auseinandersetzung mit einer Gewaltbereitschaft einhergeht, wie sie nie zuvor da war. Linke Truppenteile sind hier nachts unterwegs, zerstören, beschmieren Plakate. Ein Bild davon können Sie sich hier vorne von meinem Wesselmann-Aufsteller an der Ecke machen. Ich finde es nicht akzeptabel, als Nazi beschimpft zu werden, nur weil ich mein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung wahrnehme und das auch zukünftig weiter so tun werde. Ich will mich auch nicht damit abfinden, dass in meinem Bürgerbüro die Scheiben eingeschmissen werden, die Hauswände beschmiert werden. Ich will mich nicht damit abfinden, dass unsere Kreisgeschäftsstelle beschmiert wird, dass Autos von CDU-Politikern abgefackelt werden. Und ich will mich auch nicht damit abfinden, dass ein Wahlkampfbus meines Kollegen Thilo Wollenschläger durch Brandsätze vollständig zerstört wurde. Und ich will mich auch nicht damit abfinden, dass es offensichtlich rechtsfreie Räume hier in Berlin gibt, wie in der Rigaer Straße. Und wenn ich dann vom regierenden Bürgermeister, so wie jetzt am letzten Wochenende, höre, wie sein Plan für die zukünftige Regierung hier in Berlin aussieht, Rot-Rot wieder aufleben zu lassen, ein Bündnis mit den Linken zu machen und wenn es dann nicht reicht, dann eben noch die Grünen mit dazu zu nehmen, dann wird mir Angst und Bange um unsere Stadt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, was 10 Jahre Rot-Rot für diese Stadt gebracht haben. In 10 Jahren die Schulden um 50% aufgestockt, Wohnungsbau, landeseigene Wohnungsbaugesellschaften verkauft, der Ausstieg aus der sozialen Wohnungsförderung, Wohnungsneubau, Fehlanzeige, wozu das geführt hat, das sehen wir alles, steigende Mieten, keine Wohnungen, Personalabbau in der Verwaltung, ja, das sehen wir auch noch heute, versuchen Sie mal einen Termin beim Bürgeramt zu bekommen. Und letztendlich der Ausstieg aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, was dazu führt, dass unsere Beamten weit unterdurchschnittlich als andere Bundesbeamte bezahlt werden. Abbau bei der Polizei, Abbau bei der Feuerwehr, all das ist uns alles täglich gegenwärtig. Der Sanierungsrückstau an der Infrastruktur, an den Brücken, an den Straßen, der Sanierungsrückstau an den Schulen, all das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht weiter erzählen. Und wir können uns auch hier ganz konkret in der Klinik ein Bild davon machen, wozu SPD-Politik geführt hat. Denn diese Situation, die wir jetzt hier vor Ort haben, die kann man ganz klar einigen SPD-Politikern zuordnen. Die Standortentscheidung für dieses Containerdorf, die wurde von Finanzsenator Kollatz-Ahn in Abstimmung mit unserem Bezirksbürgermeister Igel getroffen. Beide von der SPD. Aber damit ist es ja nicht genug. Wenn nur dieses Containerdorf hier für 3 Jahre gekommen wäre, dann hätten wir damit vielleicht alle noch irgendwie leben können. Aber das, was jetzt hier rechts und links daneben geplant ist, das ist nämlich die eigentliche Katastrophe. Und die wird nicht nur 3 Jahre anhalten, sondern die werden wir die nächsten 50 Jahre hier haben. Fangen wir nur mal an mit dem Projekt von der DGEWO in der Wegedornstraße, Ecke Schönefelder, Chaussee, DGEWO. Gucken Sie mal, wenn Sie Zeit und Lust haben, in das Internet. Schauen Sie sich an, wer im Aufsichtsrat sitzt. Na, also fast ausschließlich SPD-Mitglieder. Bei der Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land sieht es auch nicht viel besser aus. Und Stadt und Land plant hier im Hassoweg eine modulare Unterkunft für Flüchtlinge mit weiteren 500 Flüchtlingen, die hierher kommen werden. Es geht weiter auf Anweisung der Senatsverwaltung für Bildung unter der Verantwortung von Frau Scheres, auch von der SPD, kommen demnächst hier 100 weitere unbegleitete Jugendliche in die Ortolfstraße. Und die Frage stellt sich natürlich, was wird aus dem Bohnsdorfer Weg? Da geht es nämlich genau so weiter. Wenn man sich die Flächenverhältnisse anguckt, kann man davon ausgehen, dass da noch Platz für Wohnungen für weitere 1000 Flüchtlinge ist. Die Zustimmung des Bezirkes für Wohnungsbau für Flüchtlinge für diese beiden Grundstücke im Bohnsdorfer Weg, die liegt bereits vor.
So, und wenn man sich denn anguckt, wie das Umfeld dazu entwickelt wird, dann finde ich, ist das überhaupt nicht mehr akzeptabel. Wo sind die Schulen, wo sind die Kita-Plätze, wo sind die Ärzte, wo sind die Einkaufsmöglichkeiten für all diese Menschen, die jetzt hierher kommen? Das, was hier passiert, das ist politisch verantwortungslos. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal unsere Forderung verdeutlichen. Wir sind nicht gegen Flüchtlinge, sondern wir wollen, dass diese Flüchtlinge gleichmäßig über unseren Bezirk verteilt werden. Und gleichmäßig über den Bezirk verteilen. Und gleichmäßig über den Bezirk verteilen, das heißt nicht alle Flüchtlinge nach Altklinike und nicht alle Flüchtlinge in die Nähe des Kosmosviertels. Denn dieser Standort hier, der ist nun einmal völlig ungeeignet. Mitten in einem Einfamilienhaussiedlung ein so ein Containerdorf zu bauen, mitten oder direkt neben diesem sozialen Brennpunkt des Kosmosviertels, das ist einfach verantwortungslos, was hier passiert. Am 18. September sind Wahlen in Berlin und das ist Ihre Entscheidung, wie Sie sich verhalten. Sie haben 3 Stimmen zur Wahl, das möchte ich auch ganz ausdrücklich nochmal sagen. Mit der ersten Stimme wählen Sie den Direktkandidaten hier vor Ort. Das war in den letzten 10 Jahren Frau Hausdörfer von der SPD und das ist Ihre Entscheidung, ob Sie diese Politik weiter fortgesetzt haben wollen. Mit der Zweitstimme wählen Sie die Partei, war in den letzten Jahren auch immer die SPD, die vorne lag. Und mit der Drittstimme wählen Sie die Bezirksverordnetenversammlung. Damit wählen Sie also praktisch den Kandidaten, der für den Stadtrat nominiert wird oder der eben auch für den Bürgermeister zur Verfügung steht und die entsprechende Zusammensetzung in der Bezirksverordnetenversammlung. Also denken Sie gut darüber nach, was Sie am 18. September machen. Es ist Ihre Entscheidung. Hallo, ich begrüße alle nicht angehörten Anwohner, die das Gespräch zum Igel-Hausdörfer-Ghetto suchten und alle Freunde unserer bisherigen Anwohnertreffs. Mein Name ist Rolf Ehrlich, ich wohne im Quittenweg und, oh Gott, ja, ich nehme es höher. Also ich wohne im Quittenweg, also unmittelbarer Anwohner. Ich bin seit etlichen Jahren der, der hier im Umkreis euch die Berliner Woche zukommen lässt. Erhält einer mal keine, dann liegt es nicht an mir, sondern ich habe einfach zu wenig, also tut mir leid. So, das nur nebenbei. Ich komme also einmal in der Woche an jedem Briefkasten rings um das Tempo Home und sehe natürlich, was in eurer Zeitungsrolle liegt. Am 12.07. wurde ich unterwegs auf den Termin der nächsten Wahlen erinnert. Denn in den meisten Kästen lag ein Flyer der SPD von Frau Hausdörfer, die zur Veranstaltung am 26.07. in den Bürgersaal einlud. Thema: Investitionen in die wachsende Stadt, das sollten wir uns anhören. Oh, meine Frage, gibt es doch noch Demokratie hier in Altklinike? Es gibt ja auch noch genug Fragen zur Finanzierung des Tempo Homes. Im Präsidium sollten sein Frau Hausdörfer, Finanzsenator Herr Kollatz-Ahnen, Bezirksbürgermeister Herr Igel und ein führender Beamter der Polizei in Treptow-Köpenick. Oh, denke ich, das ist ja interessant, musste mal zu Hause schauen. Welche Enttäuschung zu Hause, auch 3 Tage später kein Flyer. Unsere Bürgerinitiative rief zum Besuch der Veranstaltung auf. Ich signalisierte also meine Teilnahme und machte mir so meine Gedanken zu den Flyern. Ich erkläre euch auch, warum. Ich machte an dem Wochenende eine Runde rund ums Tempo Home und fragte die Anwohner nach dem Erhalt der SPD-Flyer. Keiner hatte sie im Briefkasten. Danach war ich so wütend, dass ich zu dem Entschluss kam, heute hier etwas zu sagen, was ich eigentlich vorher immer so ein bisschen, naja, nebenbei. So, also, ich ging hin. Damit es nicht nur dort im dortigen Kreis unserer ca. 12 Mitglieder der Initiative und der massigen Anzahl von ca. 8 oder 10 SPD-Anhängern bekannt wird, gebe ich euch meinen Beitrag vom 26.07. hier zur Kenntnis. Also ich zitiere einen Auszug. Alle Einwohner, die das Gespräch zum Tempo Home suchten, also auch ich, wurden in fast allen Pressemitteilungen und von allen Parteien, auch von ihrer, in die rechte Ecke gestellt. Dagegen möchte ich mich empört verwahren. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ich habe schon vor 1,5 Jahren im Flüchtlingsheim am Adlergestell materielle Hilfe geleistet. Da haben Sie noch nicht einmal vom Tempo Home geträumt.
Keiner ihrer Genossen hat sich je hier bei uns sehen lassen, obwohl wir sie eingeladen hatten. Die waren aber alle da, dort. Wie verhalten sich nun Führungskräfte einer Partei, die in der Demokratie des Staates den Anspruch einer Volkspartei erheben? Sie machen Werbung für die Neuwahlen im Wohngebiet, damit sie viele Stimmen für ihre Partei erringen. Also machen Sie, Frau Hausdörfer, einen Flyer, der hier in eine Klinik verteilt wurde. So weit, so gut. Frau Hausdörfer, habe ich Sie gefragt, haben Sie veranlasst, dass im Quittenweg, Birnenweg, Ontarioweg, Bahnweg und Blindschleichengang und Molchstraße keine Flyer verteilt wurden? Diese Bewohner habe ich gefragt. Oh, sehr komisch, wehe, wer hier Arges denkt. Erlauben Sie mir den leider sehr bösen Verdacht, man will uns ausladen. Ich bin aber auch Bürger von der Klinik und ich bin heute hier. Ihre Antwort nach kurzer Wortsuche, nein, das war eine Fremdfirma. Also hat die SPD keine fleißigen Wahlhelfer mehr. Wer es glaubt, wird selig. Soweit zu meinem Beitrag am 26.07. Mehr dazu kommt bestimmt noch von nachfolgenden Rednern. An dieser Stelle möchte ich aber erwähnen, dass bis jetzt als einzige Frau Vogel uns demokratisch unterstützt hat. Was Demokratie ist, steht hier ja sehr schön am Capovazzi. Ne? Dazu zum Schluss noch ein Zitat von Georg Benjamin Clemenceau, welches mir gestern untergekommen ist. Das Regieren in einer Demokratie wäre wesentlich einfacher, wenn man nicht immer wieder Wahlen gewinnen müsste. Danke. Ich danke dem Herrn Ehrlich für seine Ausführung und jetzt kommt der Herr Krause und wird Ihnen auch zu ähnlichen Themen berichten. Einen schönen guten Tag, liebe friedlichen Demonstranten und Demonstrantinnen. Meine politische Meinung erfährt man an der Wahlurne. Ich wohne seit 1983 in der Ortdorfstraße und habe die Probleme mit dem Kosmosviertel, mit dem damaligen Magistrat, mit ausgefochten. Durch unsere Sturheit wurden die hohen Blöcke nicht bis an die Eigenheime gebaut, zum Segen der Anwohner. Unsere Einwände gegen die Konzentration von so vielen Menschen wurde nicht berücksichtigt. Das war der Unrechtsstaat DDR. Heute stehen wir wieder auf der Straße gegen die Konzentration so vieler Menschen. Und wir werden wieder nicht gehört. Können wir da Parallelen sehen? Am 26.07. habe ich an der Einladung von Frau Hausdörfer teilgenommen. Der Abend verlief unter dem Motto Innovation in der Stadt. Der Herr Finanzsenator dozierte über die Schulden der Stadt und freute sich, uns mitteilen zu können, dass wir seit seiner Übernahme des Finanzressorts nur 58 Milliarden statt die erwarteten 70 Milliarden Schulden gemacht haben. Diese Freude konnte ich leider nicht nachvollziehen. Nach diesen kurzen Ausführungen kamen wir auf die Hauptsache zu sprechen, die Flüchtlinge. Oder vielmehr Flüchtlinge und Migranten. Er erläuterte, dass ja die 58.000, dass die 58.000 Menschen oder 70.000, da streiten sie sich noch drüber, Menschen in ganz Berlin verteilt werden. Unter der Berücksichtigung von Lärmbelastung und Integration. Er erläuterte die Kosten der Unterbringung, ca. 2 Milliarden. Und dass Berlin das stemmen kann. Meine 5 Vorschläge, die ich bezüglich der Innovation vorbrachte, waren ein bisschen sachbezogener. Ich schlug vor, die Migranten vor der Unterbringung in Flüchtlinge und in Wirtschaftsflüchtlinge zu trennen. Die Wirtschaftsflüchtlinge, die kein Bleiberecht haben, sofort zurückzuführen. Die Flüchtlinge machen laut Bundesamt ein Drittel aus. Für Berlin wären das 20.000. Diese könnten wir in leerstehende Gebäude unterbringen. Das Tempohof abbauen und auf dem Grundstück das uns seit Jahren versprochene Schwimmbad hinbauen. Die Anschlüsse sind ja schon da. Im Kosmosviertel hinter Kaisers ein Zentrum für Jung und Alt zu bauen, in dem Kino, Sport, Ausstellungen und mehr stattfinden. Die Brücke in der Köpenicker Straße endlich abreißen und durch eine neue Busgerechte ersetzen. Die alten Schulen sanieren, statt neu anzumieten oder zu bauen, siehe Anne Frank.
sowie den Dorfkern zu beleben durch mehr Einzelhändler statt immer mehr Auslagerung an den Rand. Dies sollte auch durch mehr Parkplätze unterstützt werden. Die Gegenfinanzierung könnte über die eingesparten Mittel von der Migrantenunterbringung erfolgen. Ich forderte vom Finanzsenator einen sparsamen Umgang mit unseren Steuermitteln ein. Herr Igel erläuterte mir daraufhin, dass die Grundstücke hinter Kaisers sowie die Anne-Frank-Schule verkauft sind. Das Wasserstraßenhauptamt aber den Abriss der Brücke zustimmt. Wann der Bau beginnt, steht in den Sternen. Aber er könnte uns die freudige Mitteilung machen, der Germanenplatz wird erneuert und das Kosmosviertel erhält ein Quartiersmanagement. Den Erfolg dieser Leistung kann sich jeder im Internet ansehen. Sommerfest gab es schon vorher. Dies ist die Innovation in Altlinike. Frau Hausdörfer nahm von uns Zettel mit Fragen in Empfang und versprach, da ihre Zeit heute auf 2 Stunden begrenzt ist, diese per Mail zu beantworten. Warten wir es ab. Ich warte schon lange darauf. Ein Randgespräch mit Herrn Igel über die Problematik der Flüchtlingsfrage ergab die wörtliche Aussage, er ist vereidigt und er müsse und wolle gehorchen. Zu einer weiteren Frage über die Einreisebedingungen von Migranten musste ich feststellen, Herr Igel kennt das deutsche Asylrecht nicht oder er wollte es nicht kennen. Es gibt auch andere Bürgermeister. Laut RBB vom 16.02.16 stellte sich der Bürgermeister Norbert Kopp hinter die Initiative Wannsee 300. Hier haben Anwohner gegen die Unterbringung von 1.300 bis 2.000 Migranten und Flüchtlinge, psychisch Kranke und Homosexuelle geklagt. Laut Pressemitteilung klagen die Anwälte gegen vom Land Berlin beabsichtigte Nutzungsänderung des Klinikgeländes zum Heckershorn am Großen Wannsee in eine Massenunterkunft für rund 2.000 Flüchtlinge. Wannsee 300 Anwälte wiesen in einer Online-Petition darauf hin, es würde den Gebietscharakter mit den untergebrachten Flüchtlingen und seinen städtebaulichen Strukturen komplett ändern. Rund 720 Anwohner stünden 2.000 Flüchtlingen gegenüber. Die Klägerin sehe darin ihren Rechtsanspruch auf Abwehr gebietsfremder Nutzung verletzt und mache ihren Gebietserhaltungsanspruch geltend. Tja, am Wannsee ist das möglich. Aber in Altlinike? Jeder möge sich selbst seinen Reim darauf machen. In Berlin kann Integration gelingen. Zum Mauerfall wurden vom damaligen SFB ein türkischstämmiger Migrant über diese Situation befragt. Er sagte, die sind keine Berliner, ich bin ein Berliner. Mit die meinte er die Ostberliner. Heute vom RBB befragt, würde er vielleicht antworten, mein Vaterland ist die Türkei. So gelingt bei uns Integration, siehe Köln. Wie wir aus der Mitteilung vom Bezirk erfahren, soll das 5 Hektar große Grundstück zwischen Schönefelder und Ortdorfstraße endlich bebaut werden. Anwohnerinformation erfolgt noch. Baubeginn Ende 2016. Wieder werden die Anwohner vor veränderte Tatsachen gestellt. Mitbestimmung sieht anders aus. Die Herren lernen nicht. Erst Menschen in Gebiete zusammenfärchen und dann überlegen, warum gibt es dort Probleme. Wer denkt, es wäre die Politik schuld? Fehlanzeige. Die dort zusammengefärchten Menschen sind schuld. Die machen Probleme, nicht die Politiker. Was haben die Herren Igel und Ahnen gelernt aus unserer Zusammenkunft? Nichts. Denn wo sind die für die Menschen zusammenführenden Objekte? Fehlanzeige. Wie die Politik des Senats und des Bezirks. Eine Kita bis 3 Jahre und 3 Gewerbeeinheiten. Liebe Mitbewohner, nun zeigt mal Freude und Dankbarkeit. Dies ist Innovation in Altlinike. Wir müssen mit den Fehlern der Politik leben. Nein, müssen wir nicht. Denn es gibt ja Wahlen. Also wehren wir uns doch mal. Die für Populismus bekannte Berliner Zeitung schreibt am 3.8., 1,6 Millionen Migranten erhalten Hartz IV. Hörten wir das nicht als Prophezeiung schon mal und wurde das nicht als Hetze abgetan? 1,5 Milliarden werden für Migranten aus dem Gesundheitsfonds entnommen. Hörten wir von nicht allzu langer Zeit in der Altliniker Kirche, das sei Lüge, die Gesundheitskosten bezahlt der Bund? Herr Kulatz-Ahn,
wollte bei Frau Hausdorfer keine Garantie erstellen, wie lange das Tempo hoch bleibt. In der Kirche hieß es noch konsequent, das bleibt nur 3 Jahre. Die Manipulationen von Herrn Ige bezüglich der Prozentzahlen bei der Unterbringung von Migranten zeigen, mit wessen Geisteskind wir zu tun haben. In Köpenick rechnet er als Grundlage für nur die Anwohner des Allendeviertels dagegen. Und in Altlinike alle Anwohner, nicht nur das Kosmosviertel. Herr Igel, Viertel bleibt Viertel. Hier wird gelogen und betrogen, dass sich die Balken biegen. Tempohom bekommt Bolzplatz und Grillplatz und Spielplatz. Laut Pressemitteilung vom Bezirk vom 5.8. Am 15.8. ziehen die Menschen in diese erbärmlichen Unterkünfte mit Doppelstockbetten ein. Ich frage euch, wer sind die Populisten und Hetzer? Wir oder diese Herren? Wir wehren uns, Herr Müller, Herr Igel und wie ihr alle heißt, die ihr denkt, ihr könnt uns ein X für ein U vormachen. Und denkt daran, Lügen haben kurze Beine. Wenn ihr so weitermacht, habt ihr bald keine. Bis bald an dieser Stelle. Ich danke Herrn Krause für seine Ausführung und jetzt wird der Herr Henschel wieder eingeholt. Ich bin zu hören, ja gut. Ich habe neulich in der Zeitung einen Satz gelesen, da hieß es, Demonstrationen sind Schmuckstücke der Demokratie. Ich lasse den Satz jetzt mal so stehen. Mein Name ist Henschel, ich bin gebürtiger Altkliniker, 75 Jahre Altkliniker, parteilos und nicht betroffen von dem, was hier oben passiert. Aber ich bin betroffen über das, was hier gemacht wird, Unrecht geschieht. Und da kann man als Altkliniker nicht hinter seinem Zaun bleiben. Man muss sich wehren und dazu bin ich hier und Sie auch. Und jetzt komme ich zu dem Satz zurück, da hieß es ja Schmuckstück. Unsere Demonstration hier ist ein Schmuckstück der Demokratie. Applaus. 1953 stand ich als Schuljunge an der Ecke Herula-Straße, Semnonenstraße. Damals hatte die Semnonenstraße noch den Straßencharakter, jetzt ist der Semnonenweg. Und ich stand neben einem großen Bagger, der hat das erste Mal mit seinem Löffel die Erde aufgerissen der unbefestigten Straße. Er hat vollendete Tatsachen geschaffen für die Gleistrasse, damit man West-Berlin umfahren kann. Da wurde keiner gefragt damals. Und man hat auch die Menschen nachher nicht gefragt, wie sie sich fühlen, die früher aus dem Küchenfenster auf die Straße geschaut haben und jetzt in eine 6 oder 7 Meter tiefe Rinne geschaut haben, wo die Züge vorbeifahren und damals in DDR-Zeiten noch die Tiger-Trommeln, Sie kennen das. Keiner wurde gefragt. Es wurde ja nicht mal nachgewiesen, dass die 96A, die dort verläuft, wo früher der Einschnitt schon war, dass man da hätte eventuell die Bahn bauen können, wo auch die S-Bahn jetzt nach Schönefeld fährt. Man hat vollendete Tatsachen geschaffen. Und jetzt hier haben Planierrauben wieder den Boden aufgerissen. Und keiner wurde darüber informiert. Keiner hat uns gefragt oder Sie gefragt, ob Sie darüber informiert wurden und was Sie dazu sagen. Damals war es ein Unrechtsstaat, DDR. Sind wir heute noch ein Rechtsstaat? Und wenn, dann aber mit gewaltigen Blessuren. Ich war stolz, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, die aus dem Osten kommt, Akademikerin, Physikerin, und denen der am Rhein das Fürchten gelehrt hat. Und diese Frau hat in kürzester Zeit, ohne ganz besondere, schwerwiegende Gründe, Rechtsstaatlichkeit vernachlässigt bzw. gebrochen.
indem sie Hunderttausende von Menschen in unser Land unkontrolliert reingelassen hat. Sie wissen heute noch nicht, wie viel wirklich hier bei uns waren, untergetaucht sind oder weitergewandert sind. Die Bundespolizei hat laut Wirtschaftsplan der Bundesrepublik 40.000 Bundesbedienstete. Und die Bundesregierung war nicht in der Lage, in kürzester Zeit diese Leute zu aktivieren, um kurzfristig Ordnung zu schaffen. Welch eine Blamage für die Regierung. Sie hier oben sind die Mitleidenden, beziehungsweise diejenigen, die jetzt das Leid zu tragen haben für die Sprechblase. Wir schaffen das. Hier oben entsteht wirklich was Ungeheuerliches. Ich kenne nicht die einzelnen Wertigkeiten von Gesetzen. Nach meiner Meinung sind Gesetze alle gleich, gleichwertig. Gesetze, Verordnungen kann man verändern. Gesetze kann nur das Parlament machen, die Legislative. Wer bricht hier Gesetze? Wer sind diejenigen, die das Baugesetz, denn darum geht es, einfach nicht beachten? In dem Baugesetz steht eindeutig drin, fast wörtlich: Vor einer Investition ist das soziale Umfeld zu untersuchen und zu berücksichtigen, ob eventuell dadurch Probleme entstehen. Und in dem Gesetz steht auch gleichzeitig noch drin, dass die Bürger unbedingt mit hinzugezogen werden, wenn es um Investitionen geht. Was ist daraus geworden? Wer kann denn das ändern? Ich frage mich, wer hat die Kraft, sowas zu Gesetze zu ignorieren? Und ich werde Ihnen auch die Antwort sagen. Die etablierten Parteien haben sie im Laufe der letzten Jahrzehnte eine Macht etabliert, die Gesetze verändert haben, die Vorschriften verändert haben, je nach ihren Bedürfnissen. Mal zum Wohle der Bevölkerung und mal um ihre Macht zu erhalten. Der Herr Igel ist bloß eine Marionette. Er ist Erfüllungsgehilfe auf dem Weg nach oben, eventuell, wenn er möchte. Ich frage Herrn Müller. Herr Müller, Sie sind als Parteisoldat von Ihrer Partei zum Bürgermeister, regierenden Bürgermeister gewählt worden. In den Plakaten steht überall Müller Berlin. Und Sie haben laut getönt damals, Sie sollen der Bürgermeister für ganz Berlin sein. Herr Müller, lassen Sie sich von Ihren Leuten den Plan zeigen, wo Berlin endet. Altlinike ist da noch drauf. Und Herr Henkel, Sie haben oder kennen den Weg nach Altlinike. Vor 2 oder 3 Jahren haben Sie sich feiern lassen, gemäß Ihrer Anwesenheit zum Sommerfest hier unten im Dorf. Sie kennen also den Weg zu uns. Herr Müller und Herr Henkel, was sollen wir tun, damit Sie uns hören? Wir sind nicht die Rigaer Straße. Wir werfen keine Scheiben ein, wir zünden keine Autos an, wir beschädigen keine... Ja? Gut. Wir schlagen keine Polizisten krankenhausreif. Muss man das erst machen, um gehört zu werden? Die Kameraden, die uns hier beschützen, muss ich fast sagen, die gehören zu uns. Das sind unsere Bürger, die genauso eventuell die gleiche Probleme haben können, wie hier jetzt, Sie hier oben. Keiner will uns mehr hören. Doch, der Gysi hat, beziehungsweise sein Brüllkommando, hat hier versucht, Unordnung reinzubringen. Das ist die Phase dieser 3 Etappen, etwas in Unordnung zu bringen.
Herr Gysi, ich habe in der Schule gelernt, übrigens in der Ostschule hier in der Köpenicker Straße, dass das Niederbrüllen von Andersdenkenden faschistische Methoden sind. Herr Gysi, erklären Sie mir den Unterschied zwischen rechten und linken Chaoten. Ich kenne die nicht. Aber liebe Freunde, hier ist Methode am Werk. Wenn es mit dem Brüllen nicht mehr geht, dann wird diffamiert. Das haben wir erlebt. Wir werden in irgendeine Ecke gestellt. Wir sind nichts mehr. Wir sind Schorf, wir sind Abschaum. Wir sind irgendwie diejenigen, die völlig falsch sind. Wir sind die Bösen. Und ich weiß gar nicht, warum die Zeitungen da mitmachen. Wo bleibt der vernünftige Journalismus? Wer befiehlt den Zeitungen, so ein Mist über uns hier zu schreiben, ohne sich vorher mit uns zu unterhalten? Und die dritte Etappe ist dann die eigentlich schwerwiegendste und gefährlichste, das Totschweigen. Wir sind nicht mehr da. Für die Zeitungen sind wir uninteressant geworden. Die anderen, die Politiker hoffen, es wird sich alles im Sande, lass die erstmal machen und so weiter, das wird schon alles. Wo sind aber unsere Politiker hier vor Ort? Wo sind die Abgeordneten, wo sind die Bezirksverordneten, die wir gewählt haben? Ich danke der Katrin Vogel, dass sie so viel Rückgrat zeigt, obwohl ihre Partei Regierungsfunktion hat. Sie ist unsere Altklinikerin, das hat sie schon bei der 20-KV-Trasse bewiesen. Damals, als wir auf dieser Gleistrasse, von der ich vorhin gesprochen habe, 30 Meter hohe Elektromaste bekommen sollten. 30 Meter hoch, der Wasserturm ist mit seiner großen Fahnenstange 36 Meter gewesen. Stellen Sie sich bitte mal vor, wie das ausgesehen hätte. Also wir sind, oder ich bin der Katrin, sehr, sehr dankbar. Aber wo sind die anderen? Wo ist der Vertreter der ehrwürdigen Arbeiterpartei der SPD? Frau Horstdorfer, sagen Sie mir bitte, was ist hier sozial und was ist hier demokratisch? Und wo ist die FDP, die ja eigentlich Stimmen sammeln müsste, damit sie als Partei wieder irgendwie erkennbar ist? Und wo ist der kleine Herr Moritz, der sich so emsig bemüht, Stadtautobahnen zu verhindern zum Wohl der Bevölkerung, sagt er. Herr Moritz, wo sind Sie hier? Kommen Sie doch alle her und sagen Sie uns, was wir falsch machen. Ich gehe sogar weiter und sage, wo ist denn der Bürgerverein Altklinike, den wir 1990 am runden Tisch in Altklinike gegründet haben? Alle ducken sich weg. Aber sie werden in den nächsten Tagen und Wochen werden die unter ihren Sonnenschirmen stehen und uns erklären wollen, was sie alles Gutes für uns getan haben. Und was sie auch noch Gutes für uns tun wollen. Und sie werden sich unsere Frage gefallen lassen müssen, wo wart ihr, als wir euch brauchten? Ihr hattet uns versprochen, für uns da zu sein, als wir euch letzte Mal gewählt haben. Warum sollen wir euch wählen? Ihr müsstet euch schämen, jetzt unter dem Sonnenschirm zu stehen, anstatt hier zu stehen und mit uns etwas zu tun. Und liebe Freunde, ich sage nochmal, das ist jedes Mal gesagt, von vorhin auch wieder, wir haben nichts gegen die wirklichen Kriegsflüchtlinge. Und jetzt komme ich vom Wir zum Ich. Ich habe aber etwas gegen junge, gesunde Männer und Frauen, die nicht gewillt sind, ihr marodes Land aufzubauen und eventuell mit der Waffe in der Hand ihr Land zu verteidigen. Unsere Eltern haben nach dem Kriege
sind die nicht abgehauen. Sie sind nicht nach Kanada ausgewandert oder nach Australien. Sie haben die Schippe in die Hand genommen und haben aufgebaut. In Ost und in West. Aber wer hört uns zu? Wer registriert das alles? Wir sind letzten Endes ein Schmutzfleck auf der Weste Alt-Glienickes. Bitte sorgen Sie dafür, dass dieser Schmutzfleck noch größer wird. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Ja, hallo lieber Kliniker, ich bin's wieder, die Frau Schreiber. Ich habe was Interessantes im Internet gefunden. Und zwar geht es, kommt das von der Internetseite Berlin hilft. Und da würde ich euch gerne mal etwas vorlesen. Es dauert halt nur einen Moment, bis es da ist. Es tut mir leid. So, Treptow-Köpenick, erste Belegung, Tempo-Home, Venusstraße, Quittenweg aus der Turnhalle, Rudower Straße. Am 15.08. wird die Turnhalle Rudower Straße geschlossen. Die dort noch wohnenden Menschen werden als erste in das Tempo-Home in der Venusstraße Quittenweg ziehen. Da es sich nur um rund 50 Menschen handelt, geht man von einem relativ reibungslosen und schnellen Umzug aus. Somit wird heute das Containerweg im Quittenweg, bekannt als Venusstraße, in Alt-Glienicke, Treptow-Köpenick erstmals belegt. Jeweils drei Container bilden dabei eine Wohneinheit. Zwischen zwei Wohn- und Schlafbereichen befindet sich jeweils ein Container, der zum einen den Zugang zu dieser Einheit darstellt und dann nach einer kleinen Küche ein jeweils separat benutzbares WC mit Handwaschbecken und einer Dusche mit Handwaschbecken bietet. Daneben sind großzügige Gemeinschaftsbereiche vorgesehen, die die Möglichkeit zum Wäschewaschen und Trocknen geben, Aufenthalts-, Schulungs- und Kinderbetreuungsräume bieten und Platz für die Verwaltung haben. In der ersten Stufe ist diese Unterkunft noch als Notunterkunft deklariert. Deshalb sind die Schlafbereiche noch zunächst höher belegt als im späteren Status einer Gemeinschaftsunterkunft. Also was ist es jetzt? Eine Flüchtlingsunterkunft, Notunterkunft oder Gemeinschaftsunterkunft? So, ebenso sind die Küchen noch nicht voll ausgebaut. Die Verpflegung erfolgt zunächst noch im Rahmen eines Caterings. Die Herde werden dann erst in der nächsten Stufe zur Selbstverpflegung eingebaut. Offen blieb zunächst noch, ob die pro Schlafbereich jeweils vorgesehenen Kühlschränke bereits jetzt gestellt werden oder erst zusammen mit den Herden im Status einer Gemeinschaftsunterkunft kommen werden. Heißt, jeder Schlafplatz kriegt einen eigenen Kühlschrank? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, ich meine, ich brauche auch immer einen neben meinem Bett, glaube ich, aber ist egal. In den nächsten Tagen wird dann die Turnhalle in der Peter-Hille-Straße, also morgen, und die in der Merlitz-Straße am 18.08. aufgelöst. Die Menschen aus diesen beiden Hallen werden dann ebenfalls im Quittenweg untergebracht. Zu diesen beiden Hallen liegen jedoch noch nicht alle Details abschließend vor. Die Peter-Hille-Straße ist jedoch auch eine Halle mit relativ kleiner Belegung, rund 80 Menschen. Also morgen kommen dann das Doppelte, was heute schon da ist. Die Merlitz-Straße hingegen hat wohl nahezu 200 Bewohner. Sobald uns nun genaue Informationen vorliegen, werden wir wieder aktualisieren. Zu beachten ist generell, dass nach allen Asylrechtänderungen Menschen aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern keinen Anspruch mehr auf eine verbesserte Unterkunft haben. Das heißt, wir machen jetzt hier ein Flüchtlingsheim, wo jeder einen Kühlschrank kriegt. Und wenn die dann nicht weg müssen, dann haben die hier, naja. Auch wenn der Quittenweg zunächst noch als Notunterkunft behandelt wird, ist dies gegenüber einer Turnhalle eine deutliche Verbesserung der Unterbringung an sich. Es gibt jeweils separate Bereiche für die Bewohner. Diese sind auch abschließbar und bieten insofern eine deutlich verbesserte Privatsphäre und Wohnsituation. Wichtig ist dabei aber dennoch, vom Status einer Notunterkunft schnell wegzukommen und den Menschen auch eine eigene Versorgung zu ermöglichen. Dabei wäre, wie gesagt, die Ausstattung mit Kühlschränken bereits jetzt ein zusätzlicher Schritt Richtung Normalität. Betreiberin des Quittenwegs ist die Works GmbH. Als erstes Projekt mit den Bewohnern zusammen
ist die Begrünung einzelner Bereiche in kleinen Gärten vorgesehen. Die Fotos zeigen nebenbei nicht die endgültige Ausbaustufe, insbesondere hinsichtlich der Außenanlagen. Alles könnt ihr das lesen in berlin-hilft.com. Ja, und damit euch heute einen schönen Abend noch. Ich werde mal gleich das Mikrofon an Herrn Pingel weiter und dann werde ich einen Abschluss. Guten Abend. Wenn hier jemand gekommen ist, um eine Fortführung des Themas Schmolke zu erwarten, den muss ich enttäuschen. Herr Schmolke wird heute von mir nicht erwähnt. Ich habe lediglich noch eine Ergänzung dazu zu machen. Und zwar habe ich im Internet mal nach dem Kampfhund recherchiert. Ich habe tatsächlich ein Bild gefunden davon. Das ist ein relativ harmlos aussehender, 5 Monate alter Mischling der Rasse Prenzlauer Promenade Ecke Wispier. Ja, Wispier. Ja, danke. Abschiedskultur ist vorbei. Entschuldigung, Willkommenskultur ist vorbei. Stattdessen müssen wir uns zu einer Abschiedskultur bewegen. Das ist ein Zitat von Markus Söder, Generalsekretär der CSU in Bayern. Tatsächlich ist es so, dass man immer wieder feststellen muss, dass die Flüchtlingspolitik dieser Regierung und der vorhergehenden Regierung gescheitert ist. Wir sind als Deutschland isoliert in Europa. Kein Land möchte mehr Flüchtlinge aufnehmen. Uns wird erzählt, dass Flüchtlinge notwendig sind, um den Bevölkerungsschwund auszugleichen. An dieser Stelle frage ich, warum Länder wie Norwegen, Kanada oder Finnland, wo die Bevölkerungsdichte deutlich geringer ist, nicht auch so viele Leute brauchen. Deutschland ist nun mal kein Einwanderungsland. Klassische Einwanderungsländer sind USA, Kanada und Australien. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß, wie schwierig das ist, in diese Länder zu kommen, weil im Gegensatz zu den Bundesregierungen der letzten Jahre dort ein Einwanderungsrecht im Gesetz festgeklopft ist, was unter anderem Bereitschaft zur Integration voraussetzt. Es werden Sprachprüfungen gefordert, es wird ein Einkommen gefordert und es wird eine gewisse berufliche Qualifikation gefordert. So, der Presse konnte ich entnehmen, dass Herr Maaßen, seines Zeichens Verfassungsschutzpräsident, gesagt hat, dass seiner Behörde bekannt sind 340 Versuche von islamistischen Organisationen zur Anwerbung in Flüchtlingslagern. Falls die anwesenden Damen oder Herren vom Verfassungsschutz hier diese Zahl bestätigen können, bitte ich mal um ein Handzeichen. Falls nicht, gehe ich davon aus, dass die Zahl höher ist. Gut, also Herr Maaßen weiß auch nicht alles Bescheid. Wir müssen ein bisschen besorgt sein und ich gebe zu, dass ich das auch bin, obwohl ich nicht zur Schwarzmalerei neige, aber niemand weiß, was passiert, wenn hier 500 Leute herkommen, die auf engstem Raum zusammengepfercht werden. Ich wünschte mir manchmal, dass bei islamistischen Anschlägen, wie sie in Bayern und in anderen europäischen Ländern passiert sind, die Islamverbände in Deutschland auch auf die Straße gehen würden und protestieren. Nein, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Stattdessen registriere ich, dass in Köln 50.000 für Erdogan demonstrieren und ungestraft dort die Wiedereinführung der Todesstrafe fordern dürfen. Ehrlich gesagt, das kommt mir so vor, als ob Freilandhühner dafür demonstrieren, dass sie in Käfighaltung eingesperrt werden wollen. Frau Vogel hatte schon gesagt, der Wahlkampf beginnt, das ist nicht zu übersehen, insbesondere das große Plakat dort vorne
was zerstört wurde mit ganz üblen Inschriften. Ich habe jetzt einfach nur die Vermutung, dass das die gleichen Herrschaften sind, die in Friedrichshain Autos anzünden und Polizeibeamte terrorisieren. So, dann habe ich mir mal unterwegs immer so ein paar Plakate angeguckt und habe da durchaus erheiternswerte Dinge gefunden. Zum Beispiel die Piraten. Fahrscheinfrei ins Parlament. Das heißt also, die Abgeordneten des Parlaments können fahrscheinfrei in Berlin unterwegs sein, wir aber nicht. Oder ein anderes: Kiffst du noch oder genießt du schon? Ein weiteres, was ich gesehen habe, alles zu den Piraten: Niemand ist normal, außer die Piraten. Und dann zur Verhunzung der deutschen Sprache im Prenzlauer Berg gesehen: Better call Jan. Der Spitzenkandidat heißt dort mit Vornamen Jan. Kommen wir zu den Grünen. Da ist auch in Pankow eine Frau, Jenny Neubert, die auf einem großen Plakat zu sehen ist. Und was sagt sie? Alles auf grün. Ja, ich will. Also diese Aussage kann auch durchaus zu Missdeutungen führen. Die Linke, hier zu sehen, Armut bekämpfen. Ja, das ist so ein bisschen Heuchelei, denke ich mal. Sicherlich ist es wichtig, Armut zu bekämpfen, aber wie will ich gleichzeitig Millionen von Flüchtlingen hier versorgen und noch die Armut zu bekämpfen? Bleibt eigentlich nur die Erhöhung des Pfandes für Flaschen. Die SPD. Herr Müller ist auf Plakaten nur verschwommen zu sehen. Vielleicht soll das verdeutlichen, dass er in den letzten 4 Jahren in Berlin ohnehin kaum zu sehen ist, geschweige denn irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Dieser Typ, der mich eher an einen Stadtarchivar erinnert, hat das diskutierenswerteste Plakat, vielleicht wollte er das erreichen, gemacht, indem er eine Frau mit Kopftuch im Vordergrund schreibt: Herr Müller, wenn das Ihr Ziel ist, na dann gute Nacht. Dann gibt es ein Plakat, das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich zitiere: Ich verspreche Ihnen vor der Wahl alles, was Sie hören wollen. Versprochen. Dieses Plakat ist von der Partei Die Partei. Allerdings möchte ich an der Stelle auch sagen, dass es da andere menschenverachtende Aussagen gibt auf Wahlplakaten, die ich mich schäme, hier zu wiederholen. Von der AfD habe ich gelesen: Mein marokkanischer Dealer kriegt sein Leben komplett vom Staat finanziert. Irgendwas ist in Deutschland oberfaul. So, und nun haben wir noch als letzten den FDP-Spitzenkandidaten, ich glaube Sebastian Chaya, der Bruder vom Gesundheitssenator. Der schreibt in großen Lettern: Riskieren wir, dass etwas funktionieren könnte. Dieser Spruch erinnert mich doch stark an eine Aussage eines kubanischen Revolutionärs, bei dem Herr Chaya da offensichtlich eine Anleihe aufgenommen hat. Nun ist die FDP eine Spaßpartei bekanntermaßen, allerdings nicht in der Lage, irgendwas Revolutionäres zu machen. Im Gegensatz, das einzig Revolutionäre, was sie machen könnten, das wäre, von der politischen Bühne abzutreten. Da wir heute keinen Wahlkampf machen wollen, möchte ich zum Abschluss nur Folgendes sagen. Am 18. September haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden. Mit jeder Stimme gehen Sie bitte zur Wahl. Wählen Sie die Partei, von der Sie sich in Ihren Interessen am ehesten vertreten fühlen. Und wählen Sie nach Möglichkeit auch jemand, von dem Sie wissen, dass er sich für Ihre Belange persönlich oder anderweitig einsetzt. Dankeschön.
So, zum Schluss möchte ich jetzt noch meinen Redebeitrag bringen. Entschuldigen Sie, wenn ich zwischendurch auch Themen anspreche, die hier in der Zwischenzeit von den Vorrednern schon mal angesprochen wurden. Das eine oder andere will ich vielleicht noch etwas vertiefen. Nun sind die ersten Flüchtlinge in das Tempelhome eingezogen. Am Samstag hatte ich schon die Polizei um 22.15 Uhr über die 110 angerufen. Der Wachschutz erklärte mir, die Leitung hätte angewiesen, dass erst nach Beendigung des Bettenaufbaus die Arbeit eingestellt werden darf. Das kann nicht sein, habe ich dem Wachschutz erklärt. Machen Sie was gegen den Lärm. Es ist jetzt 22.15 Uhr. Da habe ich schon von 20 Uhr bis 22.15 Uhr mich ständig auf meiner Terrasse geärgert. Aber der Anruf vor der Pförtnerbude, obwohl wir angeblich die Pförtner dafür gar nicht zuständig sind, sondern die Leitung des Flüchtlingsheims, erklärte mir, sie wären also nicht zuständig. Und mein Anruf bei der Polizei hatte aber Erfolg. Irgendwann hatte sich einer nach hinten aus der Bude rausgeschlichen und es stellte sich dann plötzlich Ruhe ein. Nach dem Baulärm wird jetzt ein heftiges Stimmengewirr vor meinem Grundstück vorbeiziehen. Warum wurde der Aus- und Eingang an diese abgelegene Stelle gebaut? Warum muss der gesamte Ver- und Entsorgungsverkehr durch den Quittenweg erfolgen? Ich wohne jetzt an einer Bundesstraße, da fahren Asphaltfahrzeuge mit 42 Tonnen Gesamtgewicht, da fahren heute Reisebusse von BLB mit 60 Sitzplätzen bei mir vorbei. Tolle Sache. Außerdem habe ich heute so viele Polizeifahrzeuge vor meinem Grundstück gesehen, wie das ganze Jahr 2015 zusammen nicht. Drei Monate Baulärm mussten alle Anwohner bis zu einem Lärmpegel von 100 dB ertragen. Staub auch. Ich musste mein Auto sogar in den Waschbär hier unten in Adlershof fahren. Aber die Rechnung hat mir die BIM nicht bezahlt, bis heute nicht bezahlt. Ich wollte dann zum Rechtsanwalt gehen und wollte klagen hier unten in Altklinike. Der hat zu mir gesagt, gegen die BIM klagt er nicht. Ja, also diesen Lärmpegel mit 100 ertragen, weil die BIM die Kosten für die Aufstellung einer Lärmschutzwand nicht tragen wollte. Das erklärte mir die Bauleitung von diesem Tempelhome. Wenn ich diesen Lärm vor Ihrem Büro erzeugen würde, Herr Igel, hätten Sie mich schon nach wenigen Minuten mittels Ihrer Leibwächter vor Ihrer Amtsstube entfernt. Dem Bürger ist es jedoch zumutbar. Sie haben mit dem Architekten ein Pilotprojekt geschaffen, was zum Scheitern verurteilt ist. Von den 244 Containern sind 128 Container für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgestellt. In jedem Container werden 4 Personen in Doppelstockbetten eingepfercht. Die Grundfläche eines jeden Containers beträgt 12 Quadratmeter. Davon gehen die Betten ab, somit stehen jeden Bewohner, wenn man Tisch und Stuhl abzieht, keine 2 Quadratmeter Bewegungsfreiraum zur Verfügung. Wo spielt sich dann das Leben ab? Vor dem Container. Die vorige Woche angebrachten Netze werden weder eine Schall- noch einen Sichtschutz bieten. Dafür hat ja der Verwaltungsrichter eine Hecke als ausreichend angesehen, 1,30 Meter hoch. Wächst 30 cm im Jahr, nach 3 Jahren wird es abgerissen, dann ist die Hecke 2 Meter hoch. Dieser Herr namens Matthias Schubert, der als Richter am Verwaltungsgericht Berlin arbeitet und unseren Antrag mit stoischer Ruhe bearbeitete, wurde in Potsdam-Mittelmark zum neuen SPD-Chef gewählt. Dort profiliert er sich vor allem als Fluglärmgegner. Ich denke, wir sollten ihm vom Pflanzenmarkt eine 1,30 Meter hohe Hecke für den Fluglärm spendieren. Der Lärm der Flüchtlinge mit ihrem arabischen Tonfall wird nicht besonders gut auf die Integration zu den nahen Anwohnern hilfreich sein.
Was tut der Senat für eine erfolgreiche Integration? Ich bin gespannt. Nun sollen laut Senatsmitteilung in das Tempo Home 323 Flüchtlinge aus der Sporthalle Adlershof, also hinter Kaufland, umziehen. Die 67 von der Ruderer Straße 18 sollen also heute hier angekommen sein, angeblich nur 40, aber laut Unterlagen vom Senat sollen es 67 sein. Und weitere 111 Flüchtlinge kommen von Friedrichshagen aus der Peter-Hiele-Straße hierher. Wenn wir als Bürger sagen, gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge, dann schicken Sie, Herr Kollatz-Ahnen, Herr Igel und das Lageso, weitere 111 von Friedrichshagen nach Altklinike. Meine Herren, Sie sollten alle gemeinsam einmal einen Ohrenarzt aufsuchen. Wir sagten gleichmäßige Verteilung in Treptow-Köpenick und nicht Konzentration in Altklinike. Weitere 300 Flüchtlinge sind noch im Schwalbenweg untergebracht. Das ist auch Altklinike, das ist nicht Bohnsdorf. Das sind 800 Flüchtlinge, die dann schon hier leben. In Kürze kommen 105 unbegleitete Minderjährige in der Ortolfstraße 107 dazu. Dann sind es für 2016 insgesamt 906 Flüchtlinge. Und zwar in einem Radius von ca. 2 Kilometern. Übrigens, Herr Igel, wer hat eigentlich den Mietvertrag mit dem Eigentümer von der Ortolfstraße gemacht? Mietkosten von 2,5 Millionen Euro zeigen, um welche Größenordnung hier gedealt wird. Die Tatsache, dass eine Option auf weitere 5 Jahre verhandelt wurde, zeigt, dass man hier durchaus über eine Nutzung, über einen Zeitraum von 10 Jahren nachdenkt. Die Integrationssenatorin Kolat, SPD, sagt, die Versorgung von Flüchtlingen darf kein Geschäftsmodell sein, wo es allein darum geht, sich eine goldene Nase zu verdienen. Herr Igel, Sie haben kein Gefühl für Geld. Ihr eigener Parteigenosse Steinbrück war früher einmal der CDU vor, Sie können nicht mit Geld umgehen. Aber heute sind Sie es, denen man kein Geld in die Hand geben darf. Auf der 73. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 10. Dezember 2015 wurde die Anmietung beschlossen für dieses Flüchtlingsheim in der Ortolfstraße 107. Beim runden Tisch von Altklinike am 10. Mai 2016 behaupteten der stellvertretende Bürgermeister, Herr Gernot Klemm, und der Integrationsbeauftragte des Senats, Herr Gregor Postler, dass dieses Objekt nicht sanierbar und zu teuer für die Unterbringung von Flüchtlingen sei. Dabei war die Anmietung schon in Sack und Tüten. Wann hören Sie, Herr Igel, endlich auf, die Bürgerinnen und Bürger von Altklinike zu belügen? Wie Sie mit Steuergeldern umgehen, ist schon kurios. Von Herrn Schäuble, seiner schwarzen Null in 2017, habe ich schon lange nichts mehr gehört. Frau Hausdörfer behauptet, dass diese Jugendlichen einen besonderen Schutz benötigen. In Bayern läuft gerade eine Überprüfung der sogenannten Jugendlichen, ob diese tatsächlich Jugendliche sind. Bekanntlich ist das Strafrecht für Jugendliche in Deutschland nur das Hochreiben des rechten Zeigefingers und da werden sich viele Ältere dahinter verkriechen. Ein weiterer Beleg dafür, wie durch das Bezirksamt und Verantwortliche über die Köpfe von Altkliniker hinweg die Weichen für die Konzentration von Flüchtlingen in unserem Ortsteil gestellt werden. Zurück zu unseren Flüchtlingszahlen. Wie geht es in 2017 weiter?
Dann kommen 166 Wohneinheiten in der Wohnanlage Wegedornstraße dazu. Sagen wir einmal 3 Personen pro Wohnungseinheit, also noch einmal 498. Und in der gleichen Größenordnung am Hasso-Nelkenweg 500 Flüchtlinge. Also rund 1000 Flüchtlinge zu den 901 Flüchtlingen dazu. Dann haben wir 1901 Flüchtling auf einer Fläche, auf welcher gerade mal 2000 Altkliniker wohnen. Herr Igel, das kann sein, dass es da schon Nachwuchs gab, dass die sich schon vermehrt haben. Herr Igel, Sie und Ihre Beamten fliegen in der Welt umher und machen mit anderen Partnerstädten Erfahrungsaustausch. Sie waren bestimmt auch in Singapur. Dort hat man versucht, eine Mischung der unterschiedlichen Kulturen mit der Unterbringung in Wohnungen vorzunehmen. Nach gut einem Jahr war diese Mischung vorbei und es gab wieder das chinesische, das indische und das arabische Viertel. Also, Integration total fehlgeschlagen. So wird es auch hier sein. Eigentlich brauchen Sie gar nicht nach Singapur zu fahren. Fahren Sie nach Neukölln, Kreuzberg oder Wedding. Diese Situation kennen Sie ja bestimmt. Hier an der Wegedornstraße oder am Hassoweg entstehen jedenfalls wiederum neue Ghettos, ähnlich Singapur. Herr Igel und Frau Hausdörfer, was Sie hier anstellen, das ist unverantwortlich. So kann keine Integration erfolgen. Dieses Wohngebiet besteht dann aus einem Ghetto und ein paar Einfamilienhäusern, in denen die Deutschsprachigen dann in der nahezu Minderheit sind. In Frankfurt-Oder reißt man einen fünfgeschossigen Plattenbau mit ca. 60 Wohneinheiten ab. Hier werden ganze Wohngebiete in ihrem Wert nicht nur finanziell demontiert. Hören Sie mit Ihren Visionen der Integration auf. Hört doch wenigstens einmal auf die Stimme des Volkes, ihr abgehobenen Politiker. Ihr macht nicht alles richtig, Herr Igel, Ihre Selbstkritik im Wahlflyer, aber wir müssen zuhören und unsere Schlüsse daraus ziehen, können Sie sich sparen. Wenn Sie jemand kritisiert, ist er ein Nazi. Es wird und es kann keinen Euro-Islam geben. Überschrift in der Morgenpost vom 5.8.2016. Herr Tippi, 72 Jahre, wurde in Syrien geboren, ist Professor für internationale Beziehungen an der Uni Göttingen. Er lebt seit 28 Jahren in Deutschland und sagt: Wir schaffen das, ist kein Politkonzept, sondern nur eine leere Formel. Weiter der Herr Tippi, wenn Sie die Unterbringung, Sprachkurse und Alimentation für die Zuwanderer organisieren, glauben Sie, es ist geschafft? Weit gefehlt. 95% der Flüchtlinge kommen aus der Welt des Islam. Ihre Bereitschaft, sich bei uns einzugliedern, die Regeln unserer Gesellschaft samt Grundgesetz anzuerkennen, ist sehr begrenzt. Die Folge ist, es entstehen Parallelgesellschaften. Das haben wir doch erst vor einigen Tagen in Köln erlebt. Zehntausende Menschen gingen für die türkische Regierung auf die Straße, obwohl diese Menschen deutsche Pässe haben und dennoch sagen, Erdogan ist unser Präsident. Das ist Parallelgesellschaft. Und damit ein Beispiel für gescheiterte Integration.
Bis hierhin der Herr Teppi. Herr Igel, lesen Sie dazu den Artikel in der Morgenpost vom 5.8.2016. Übrigens, wenn sich wirklich ehrlich ein ausländischer Mitbürger oder Mitbürgerin integrieren will, dann gibt es einen Ehrenmord mehr. Siehe der Fall Syrici. In 2015 gab es in Deutschland 32 offiziell registrierte Ehrenmorde. 2016 sind es schon 24. Wie hoch ist die Dunkelziffer? Für die ausländischen Mitbürger wird es zum lebensbedrohenden Risiko, sich zu integrieren. Noch ein paar Anmerkungen zur gleichmäßigen Verteilung von Flüchtlingen. Es muss nicht unbedingt der Königsteiner Schlüssel angewendet werden. Laut § 45 Absatz 2 des Asylgesetzes ist eine Verlegung asylbegehrender Geflüchteter in ein anderes Bundesland grundsätzlich möglich. Dazu bedarf es jedoch einer Verwaltungsvereinbarung, die unter anderem auch die Übernahme von Kosten und gegebenenfalls weiterer mit der Unterbringung und Versorgung verbundenen Leistungen umfasst. Nun streiten sich die SPD-Genossen von Berlin und Brandenburg um aber die Kosten. Brandenburg hat 1700 Plätze in Wünsdorf angeboten. Brandenburg möchte von Berlin 30 Euro pro Flüchtling und Tag haben, Berlin möchte aber nur 25 Euro pro Flüchtling und Tag zahlen. Was ist das zwischen den Bundesländern für ein Kuhhandel ums Geld? Es geht doch nur um gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge und sollte doch eigentlich nicht um Geld gehen. Wollen Sie, Herr Igel und Herr Kollatz-Ahne, noch daran verdienen? Wo wollen Sie das von der Bundesregierung und der EU bereitgestellte Geld, welches Sie Brandenburg vorenthalten, bunkern? In Ihre Parteikasse darf es nicht fließen, denn die läuft ja schon über, denn da sind ja schon genügend Hilfsgelder der Rotgruppe für die Auftragsvergabe für den Mauerpark hingeflossen. Herr Geisel hat es ja abkassiert. Ach ja, weil wir gerade bei der Abzocke durch SPD-Mitglieder sind. Abgeordnete der SPD können sich viel erlauben, ohne dass sie um ihr Mandat fürchten müssen. Sogar ihren Lebenslauf dürfen sie fälschen. Dann tritt man aus der Partei aus und bleibt Abgeordnete bis zum Ende der Wahlperiode und bezieht monatlich ein Abgeordnetengehalt von 14.000 Euro. Ja, Sie haben richtig gehört, 14.000 Euro pro Monat. Und die größte Zeit sitzen die Abgeordneten dann gar nicht im Plenarsaal, weil sie ja angeblich in den Ausschüssen arbeiten. Auch das Beispiel unseres ehrenwerten Verwaltungsrichters ist unter die Kategorie mysteriös einzustufen. Als SPD-Genosse in Brandenburg, Kämpfer gegen den Fluglärm von Schönefeld, stellt dem Genossen Igel den Persilschein für das hinter uns liegende Tempo-Home aus, weil es ja nunmehr kein zusammenhängendes Wohngebiet ist. Offenbar durch das Tempo-Home geteilt. Der Senat hat vom Bauern das Gelände zum Vorzugspreis erhalten. Und was macht der Senat daraus? Ein Ghetto, in welchem keine Integration möglich sein kann und auch nicht wird. Wenn der Bauer es wüsste, er würde sich im Grab umdrehen. Ich bezeichne dieses Gelände Flüchtlinge als Insassen einer Massenunterkunft in Bodenhaltung mit ein bisschen Freilauf, möglicherweise auf Rollrasen. Bei diesen Verfehlungen der SPD kann man ja nur mit Johann Wolfgang von Goethe antworten: Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verpestet alles schon Errungene. Bei Faust sind es die letzten Worte, aber bei uns sind es noch lange nicht die letzten Worte.
Ich hoffe, die Bürger von Altklinike werden Ihnen, Herr Igel, schon am 18. September die Quittung geben und Sie abwählen. Und dann gilt weiterhin die Fortsetzung des Zitats von Faust: den faulen Fuhl auch abzuziehen. Und ich sage Ihnen, Herr Igel, wenn das gelänge, dann höre ich den Faust, wie er Ihnen sagt: das Letzte war das höchst Errungene. Glauben Sie Herrn Igel kein Wort mehr, wenn er in seinem SPD-Wahlflyer schreibt: nicht jedem kann ich es recht machen und nicht alles ist so schnell umsetzbar. Herr Igel, Sie hatten 5 Jahre Zeit, sich als Bürgermeister zu bewähren. Aber mit komischer Prosa kommen Sie bei uns nicht an. Vieles hatten Sie in Ihrer Amtszeit regelrecht vergammeln lassen. Denken Sie nur an die Anne-Frank-Schule samt Kindergarten, Kinderkrippe. Zwar jetzt mit irgendwelchen Zäunen eingeschalt, aber 5 Jahre, im Prinzip 10 Jahre vergammelt die Schule dorthin und wir brauchen dringend für die Flüchtlingskinder eine Schule. Deshalb, wenn Sie am 18. September zur Wahl gehen, um das Letzte zu erreichen, das Letzte war das höchst Errungene von Herrn Goethe, wenn Sie zur Wahl gehen, setzen Sie Ihr Kreuz dorthin, wo Sie wollen, aber lassen Sie die Zeile 1 auf dem blauen, den orangenen und dem weißen Wahlschein unbeantwortet. Die Zeile 1 soll wohl die Zeile der SPD sein. Diese Herrschaften sind mehr als flüssig. Sie sind restlos überflüssig. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Wir sehen uns dann hoffentlich am 29. August 2016, 19 Uhr, an gleicher Stelle. Und denken Sie daran: je mehr friedliche Anwohner hier anwesend sind, desto lauter erschallt unsere Stimme in Richtung Rathaus Köpenick. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit und kommen Sie gut nach Hause.